und rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Das ist die Regierungserklärung des Hessischen Ministers für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, die Wirtschaft widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger machen. Hessens Weg aus der Corona-Krise, Redezeit vereinbart mit den Fraktionen, ist 15 Minuten je Fraktion. Es beginnt die Landesregierung, dann kommen die Sozialdemokraten, dann die Christdemokraten, dann die AfD, dann die Freien Demokraten, dann die Linke, dann Bündnis 90 die Grünen und wenn sie dennoch möchte, die fraktionslose Abgeordnete. Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie haben das Wort. Herr Präsident, die Uhr läuft nicht so richtig, aber wollte ich noch einmal sagen. Okay. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Jahresbeginn konnte sich wohl kaum jemand vorstellen, dass ein Virus die ganze Weltwirtschaft erfassen, internationale Lieferketten zerreißen und Absatzmärkte kollabieren lassen würde. Aus heutiger Sicht können wir sagen, Deutschland und Hessen sind bis jetzt vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen, gesundheitlich, sozial und ökonomisch. Das liegt in erster Linie daran, dass sich die übergroße Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger vernünftig und vorbildlich verhält, obwohl wir mit Regeln und Verboten tief in den Alltag eingreifen mussten. Die Hessinnen und Hessen zeigen sich immun gegen diejenigen, die simple Lösungen versprechen, aber nur Ressentiments zu bieten haben. Für diese Besonnenheit können wir nicht genug danken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke den Hessinnen und Hessen umso mehr, als wir ihnen enorm viel zugemutet haben. Müttern, Vätern, Kindern, den Beschäftigten im Gesundheitswesen oder dem Bus- und Bahnpersonal und vielen anderen. Ganze Erwerbszweige wurden zeitweise stillgelegt. Einzelne sind bis heute stark eingeschränkt. Das schmerzt einen Wirtschaftsminister zutiefst. Und Sie können sicher sein, wenn die Landesregierung dies den Betroffenen hätte ersparen können, dann hätte sie es getan. Meine Damen und Herren, Hessens Wirtschaft ist im ersten Halbjahr um 6,1 % geschrumpft. Wir sind damit bisher etwas glimpflicher davongekommen als Deutschland insgesamt. Das ist in der Krise eine gute Nachricht, aber es sind natürlich vorläufige Zahlen. Und noch immer sind viele Menschen in Sorge um ihren Arbeitsplatz oder ihr Unternehmen. Im August waren mehr als 200.000 Menschen in Hessen arbeitslos gemeldet, so viele wie zuletzt in der Finanzkrise vor 10 Jahren. Hunderttausende sind in Kurzarbeit. Lufthansa, Fraport und andere große Arbeitgeber in Hessen streichen tausende Stellen. Viele wirtschaftliche Folgen stehen uns erst noch bevor, wenn die Kurzarbeit ausläuft, wenn der angekündigte Stellenabbau real wird. Wir sollten uns deshalb keine Illusionen hingeben. Die Krise ist noch nicht vorbei, und die Erholung wird lange dauern. Wirtschaftlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, können wir erst dann genesen, wenn das Virus medizinisch besiegt ist. Bis dahin ist Krise, und mit dieser Krise müssen wir umgehen. Es gibt kein Lehrbuch, kein Lösungsschema, keine Gebrauchsanweisung für den Umgang mit einer globalen Pandemie. Wir müssen unser Rezept selbst entwickeln. Ich habe in den vergangenen Monaten mit vielen gesprochen, mit Unternehmerinnen und Unternehmern und mit ihren Beschäftigten, mit Branchenvertretungen und Gewerkschaften. Ich habe Gastronomie- und Hotelbetriebe besucht, die von der Krise schwer getroffen wurden, aber auch Plexiglashersteller und Fahrradgeschäfte, deren Umsatz deutlich zugelegt hat. Ich habe überall aufmerksam zugehört, viele Sorgen gehört, aber auch eine Menge Unternehmergeist gespürt. Kaffeebetreiber, die einen Pop-up-Store eröffnen, ein Landhotel, das einen Online-Shop aufbaut. Im ganzen Land entstanden Open-Air- und Autokinos. Hessens Unternehmerinnen und Unternehmer nehmen auch in einer solchen schwierigen Situation die Herausforderungen an. Wir haben Sie in dieser Krise unterstützt und unterstützen Sie weiter. Mit der Soforthilfe von Bund und Land und der Überbrückungshilfe des Bundes, die fortgeführt wird und deren Zugangsvoraussetzungen jetzt bei der Fortführung erleichtert werden, auch wenn der Bund leider weiterhin keinen Unternehmerlohn für Solo-Selbstständige akzeptiert. Mit dem hessischen Kulturpaket für Künstlerinnen und Künstler oder dem Programm Mikroliquidität der WI-Bank, unserer Förderbank.
Damit haben wir vielen Unternehmen und Soloselbstständigen ermöglicht, den Kopf über Wasser zu halten. Mehr nicht, aber immerhin. Aber ich will ausdrücklich auch auf ein Problem hinweisen. Es wäre gut gewesen, wenn der Bund die Auszahlung von Unternehmerlohn vor allem für Soloselbstständige von Anfang an ermöglicht hätte oder überhaupt ermöglichen würde. Es gibt dort weiterhin keinerlei Bewegung. Es gibt dann den Verweis auf die Grundsicherung, die zur Verfügung steht, verbunden mit dem Versprechen, den Zugang zu erleichtern, verbunden auch mit dem Versprechen z. B. des Bundeswirtschaftsministers in der Wirtschaftsministerkonferenz, dass die Vermögensprüfung komplett ausgesetzt wird. Was wir jetzt wieder sehen, ist, dass die Realität anders aussieht. Kollege Boddenberg und ich haben uns deswegen jetzt an den Arbeitsminister Herr Hubertus Heil, an den Wirtschaftsminister Peter Altmaier und an den Bundesfinanzminister Olaf Scholz gewandt und haben ausdrücklich darum gebeten, dass in diesem Punkt die Versprechen, die immer gemacht wurden, jetzt auch endlich einmal eingelöst würden. Und ich würde mich über die Unterstützung des ganzen Hauses für dieses Ziel freuen. Meine Damen und Herren, für die Landesregierung lautet die Frage jetzt, wie können wir den nächsten Schritt gehen? Wie können wir aus dieser Krise vielleicht sogar stärker herausgehen, als wir hineingegangen sind? Zur Antwort führen zwei Überlegungen. Erstens, aus einer solchen Wirtschaftskrise kann man sich nicht heraussparen, aber man kann sich leicht noch tiefer hineinsparen. Wenn Aufträge storniert und Investitionen geschoben werden, wenn Millionen Bürgerinnen und Bürger sich einschränken, dann darf nicht auch noch die öffentliche Hand die Bremse ziehen, sondern sie muss den Motor ankurbeln. Nicht, indem sie wahllos die Milliarden verstreut. Wenn wir schon gezwungen sind, enorme Schulden aufzunehmen, die wir natürlich auch wieder zurückzahlen müssen, dann müssen wir dieses Geld verantwortungsvoll investieren, und zwar in die Zukunft. Daraus folgt die zweite Überlegung. Es gab schon vor der Pandemie ungelöste strukturelle Probleme. Corona hat sie lediglich aus den Schlagzeilen verdrängt, aber nicht aus der Realität. Die Klimakrise, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nicht in Quarantäne gegangen. 2020 ist bislang weltweit das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Für Deutschland war es das dritte Dürrejahr in Folge. Corona hat den Isolationismus weiter angefacht. Die Brexit-Verhandlungen steuern auf ein Scheitern zu. Die Spannungen zwischen den USA und China wachsen. Corona hat den ökonomischen Strukturwandel beschleunigt, die Krise des stationären Einzelhandels ebenso wie die Digitalisierung. Und gleichzeitig erschwert die Pandemie die Transformation der Autoindustrie vom Verbrennungs- zum Elektroantrieb. Den Unternehmen brechen die Umsätze in einer Zeit ein, in der sie mehr und nicht weniger investieren müssten. In Hessen sind wir z.B. mit Opel und Continental unmittelbar betroffen. Wir begleiten und unterstützen den Transformationsprozess im Dialog mit Wirtschaft und Gewerkschaften. Aber bei allem Verständnis für die Probleme der Branche sage ich auch, kein Unternehmen darf die Krise als Vorwand für rabiate Kostensenkungen missbrauchen, von denen man insgeheim immer schon geträumt hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Damen und Herren, so unterschiedlich geartete Vorgänge wie Erderhitzung, Corona-Krise und Strukturwandel beeinflussen einander. Sie überlagern und verstärken sich gegenseitig. Und darum lassen sich all diese Herausforderungen nicht mehr isoliert bewältigen. Und darum brauchen wir jetzt einen neuen Hessenplan für Hessens Wirtschaft. Wir müssen eine Antwort geben, bei der unsere Hilfen, Förderprogramme und staatlichen Investitionen ebenso ineinandergreifen, indem wir also gesunde Unternehmen vor den Folgen der Pandemie schützen und sie gleichzeitig beim technologisch-ökonomischen Wandel unterstützen, indem wir in die öffentliche Infrastruktur investieren und zugleich jungen Leuten neue Chancen für den Start ins Berufsleben eröffnen. Und darum macht der neue Hessenplan unsere Wirtschaft widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger. Widerstandsfähiger müssen wir werden, weil in unserer vernetzten und verflochtenen Welt globale Krisen auch in Zukunft jederzeit eintreten können. Innovativer, weil neue, komplexe Herausforderungen neue Lösungen verlangen. Nachhaltiger, weil nur ökologische, ökonomische und soziale Zukunftsfähigkeit zu wirtschaftlicher Stabilität führt. Das Schuhgeschäft, das sich einen Vertrieb per Internet aufbaut, ist widerstandsfähiger, weil es mit dem Strukturwandel mitgeht und damit auch innovativer. Wer seine Prozesse digitalisiert, hat es einfacher, auch vom Homeoffice aus alle Aufträge zu erledigen.
Wer seine Fabrik mit moderner Technik heizt und kühlt, hilft nicht nur Umwelt und Klima, sondern reduziert auch seine laufenden Kosten. So greifen Widerstandsfähigkeit, Innovationskraft und Nachhaltigkeit ineinander. Und darum denkt sie der neue Hessenplan zusammen, als drei Dimensionen des einen Ziels, unseren Wohlstand langfristig und im wahren Sinne des Wortes nachhaltig zu sichern. Die aktuell drängendste Aufgabe ist es, den Wirtschaftsmotor in Betrieb zu halten und Unternehmen zu stabilisieren, die wegen Corona in Schieflage geraten sind. Wir haben bis zu 500 Millionen € für den Hessenfonds reserviert, aus dem wir befristete Beteiligungen, Bürgschaften und Haftungsübernahmen für Unternehmen ab 50 Beschäftigten finanzieren können. Kleineren Unternehmen helfen wir mit unserem Programm Mikroliquidität. Das sind Darlehen, die erst in 2 Jahren zurückgezahlt werden müssen und bei denen wir Teile sogar erlassen können. Das Programm ist so gefragt, dass wir es um 200 Millionen € aufstocken. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch etwas für die tun, die bisher durch die Maschen gefallen sind. Für sie planen wir eine neue Notfallkasse im Umfang von bis zu 50 Millionen €. Wir helfen damit den Unternehmen nicht nur irgendwie durch die Krise zu kommen, sondern wir unterstützen sie gleichzeitig dabei, ihre Geschäftsmodelle zu digitalisieren und widerstandsfähiger zu machen, damit sie eine neue Krise nicht mehr so hart treffen kann. Das ist die Logik des neuen Hessenplans für die Wirtschaft. Jedes Element wirkt in mehreren Dimensionen. Wir retten, aber wir retten richtig. Und der neue Hessenplan ist auch ein Konjunkturprogramm. Die Baubranche hat in den vergangenen Monaten unser Wirtschaftsleben maßgeblich getragen. Ihr Schwung darf jetzt nicht erlahmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden also mit 200 Millionen € das Eigenkapital der nassauischen Heimstätte Wohnstadt aufstocken. Das hilft Hessens größten Wohnungsunternehmen, den Bestand bis 2050 klimaneutral zu machen. Gleichzeitig steigert diese Investition den Wert des Landesvermögens. Knapp 30 Millionen € stehen für ein Sonderprogramm zur Wohnraummodernisierung bereit, das besonders auf hocheffiziente Maßnahmen zielen wird. Und diese Fördermittel lösen weitere Investitionen aus, private Investitionen. Das ist ein Konjunkturprogramm fürs Handwerk und gleichzeitig ein Beitrag gegen die Klimaerhitzung. Wie sich Pandemie und Strukturwandel überlagern, sehen Sie jeden Tag in unseren Innenstädten und Ortskernen. Um Ihre Vitalität zu sichern, werden wir ein Bündnis für die Zentren gründen und darin einen Zukunftsplan für Hessens Innenstädte ausarbeiten. Für Investitionen zur Umsetzung stellen wir 40 Millionen € bereit. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, für eine klimafreundliche Mobilität brauchen wir ein leistungsfähiges Bus- und Bahnnetz. Dafür haben wir in den vergangenen Jahren viel getan. Nun reißt Corona tiefe Löcher in die Bilanzen der Verkehrsverbünde. Um die Verluste auszugleichen, stehen bis zu 250 Millionen € zur Verfügung. Wir erhöhen die Mittel für Elektroladesäulen und Mobilitätsstationen und legen ein Sofortprogramm für die Radinfrastruktur auf. Denn Corona hat noch mehr Pendler aufs Rad umsteigen lassen. Aber auch für den kommunalen Straßenbau oder für ÖPNV-Investitionen wie etwa Bus- und Straßenbahnhaltestellen werden wir 20 Millionen € extra zur Verfügung stellen. Das dient der Beschäftigung in der Baubranche ebenso wie der Verkehrsinfrastruktur. So macht der neue Hessenplan, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Land nachhaltiger und klimafreundlicher und kurbelt gleichzeitig die Wirtschaft an. Wir bauen also auf, aber richtig. In den vergangenen Monaten haben viele hessische Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Geschäftsmodelle reaktionsschnell an die neuen Bedingungen angepasst. Diese Fähigkeit gilt es zu stärken, und dafür entwickeln wir die hessische Innovationsstrategie weiter. Je innovativer wir sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, desto besser können wir auf unerwartete Entwicklungen und Ereignisse reagieren. Desto widerstandsfähiger werden wir gegen zukünftige Krisen. Wandel, aber richtig. Wir werden die Beratung für Start-ups stärken und ein Mentoring-Programm einrichten, beides noch in diesem Jahr. 2021 wollen wir die ersten Gründerstipendien vergeben.
Die Digitalisierung ermöglicht innovative Produkte, Verfahren, Organisationsweisen und Geschäftsmodelle. Hessens Unternehmen sollen diese Chance nutzen, gerade jetzt, und zwar nicht nur die großen Unternehmen, sondern auch die kleinen und mittleren sowie die vielen Handwerksbetriebe, die zu einer gesunden Wirtschaftsstruktur dazugehören. Deshalb ist die digitale Transformation ein Schwerpunkt der Landesregierung. Vor vier Wochen haben wir gemeinsam mit den hessischen Hochschulen das KI-Zentrum Hessen auf den Weg gebracht. Wir werden nun noch einmal zusätzlich 20 Millionen € in die Hand nehmen, um Hochschulabsolventen, aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz weiterzubilden. Es geht darum, KI-Kompetenz in die Unternehmen zu bringen, aber auch Gründungen anzuregen. Damit auch kleine Unternehmen sich Berater sowie Hard- und Software leisten können, gibt es den Digi-Zuschuss. Im vergangenen Jahr haben ihn rund 1.000 Firmen erhalten, und die Nachfrage ist weiterhin hoch. Daher stocken wir diese Mittel jetzt um 3 Millionen € auf. Und hinzu kommt natürlich das Distral-Programm des Digitalministeriums. Sie sehen, wir gehen die digitale Transformation gerade jetzt kraftvoll an, und gerade jetzt ist das auch dringend angezeigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hessens Innovationskraft beruht sowohl auf akademischer wie auf beruflicher Bildung. Leider wurden bisher in diesem Jahr weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen. Wir werden deshalb kleine und mittlere Unternehmen zur Berufsausbildung ermutigen, indem wir im ersten Jahr die Ausbildungsvergütung übernehmen und die Betriebe unterstützen, sich mit Partnern zusammenzutun, wenn sie alleine nicht alle Ausbildungsstationen abdecken können. Für dieses Programm Verbundausbildung haben wir bis zu 35 Millionen € vorgesehen. Und natürlich wird auch unser Hauptschülerprogramm verstärkt. Wir lassen nicht zu, dass eine verlorene Generation Corona entsteht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Staatsminister, ich will nur auf die mit den Fraktionen vereinbarte Redezeit hinweisen. Vielen Dank, Herr Präsident. Sie sehen, der neue Hessenplan sichert unsere Wirtschaft in der gegenwärtigen Krise und gibt ihr gleichzeitig einen kräftigen Schub in Richtung Zukunft. Corona hat unsere Welt erschüttert. Vieles, was bislang festgefügt schien, ist ins Rutschen gebracht worden, und es wurden massive Veränderungen ausgelöst. Wir stehen also vor so etwas wie einem Neustart. Ob dieser Neustart gelingt, ob er zum Guten oder zum Schlechten, zum Nützlichen oder zum Schädlichen führt, das hängt von unseren Entscheidungen ab. Ich zitiere Klaus Schwab, den Gründer des Weltwirtschaftsforums. Eine neue Welt wird entstehen, und es liegt an uns, ihre Konturen zu erdenken und zu formen. Ich finde, das ist ein gutes Motto für diese Zeit und für Hessen, weil es Zuversicht stiftet und darauf verweist, dass wir alle an dieser Welt mitbauen. Und deshalb möchte ich wiederholen, wir sind bisher vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen. Und das ist eine Leistung von uns allen, von Bürgerinnen und Bürgern, von Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Und lassen Sie uns bei allen Schwierigkeiten auch nicht vergessen, dass andere Länder auf dieser Erde sehr viel härter getroffen wurden und werden und nicht so viele Möglichkeiten haben wie wir, so kraftvoll auf diese Krise zu reagieren. Lassen Sie uns also auf unserem besonderen Weg weitergehen. Lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, dass uns eine solche Krise nicht noch einmal so hart treffen kann. Lassen Sie uns deshalb unser Land widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger machen mit dem neuen Hessenplan für Hessens Wirtschaft und damit für die Menschen in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Den Oppositionsfraktionen wachsen 5 Minuten Redezeit zu. Nächste Redezeit nach der vereinbarten
Rednerliste ist die Kollegin Nancy Faeser, Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten. Und ich darf auf dem Weg hierher noch mitteilen, dass eingegangen an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Freien Demokraten, Sprachförderung in Kindertagesstätten, Drucksache 20/3761. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das der Top 89 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 7 aufgerufen werden. Wollen wir es so machen? So machen wir es. Jetzt hat die Kollegin Nancy Faeser, Vorsitzende der SPD-Fraktion, das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Danke schön, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ludwig Erhard soll einmal gesagt haben, Wirtschaftspolitik ist zu 50% Psychologie. Herr Minister Al-Wazirs Rezept scheint ein anderes zu sein. Für ihn ist Wirtschaftspolitik 100% PR. Und ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, wenn man mit bunten Bildchen und flotten Sprüchen eine Krise bewältigen könnte, wäre Kollege Al-Wazir genau der Richtige für diesen Job. Doch mit wenig Substanz lässt sich diese Krise eben nicht bewältigen, meine Damen und Herren. Und ich will einmal auf etwas hinweisen, und das meine ich jetzt durchaus ironisch. Kompliment, der Titel der Regierungserklärung ist gut gewählt. Die widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger machen. Das könnte ich sofort unterschreiben, das wäre aber Ihre Aufgabe. Doch hier scheint die Psychologie einen Strich durch die Rechnung zu ziehen. Der Titel bringt all das auf den Punkt, was diese Landesregierung, was Sie nicht getan haben, meine Damen und Herren. Und das mit dem Hessenplan, Herr Al-Wazir, finde ich schon dreist. Also aus sozialdemokratischer Sicht, ja. Ich erinnere mich an 2018, als Herr Schäfer-Gümbel das hier vorgestellt hat. Und ich will einmal zitieren, was damals der Fraktionsvorsitzende der CDU, Herr Boddenberg, gesagt hat. Ich wiederhole es. Ich zitiere aus der 92. Sitzung vom 14. Dezember 2016. Entschuldigung. Ich wiederhole es. Ich zitiere Herrn Boddenberg. So zu tun, als bräuchte es einen dritten Hessenplan für dieses Land, ist in diesem Zusammenhang kontraproduktiv, ein völlig falsches Signal und führt nur zu Verunsicherung und eben nicht zur Zuversicht. Hört, hört. Interessant, Herr Al-Wazir. Aber Ihr Fraktionsvorsitzender hat auch etwas dazu gesagt, 2016, was ich auch ganz interessant finde. Er hat nämlich gesagt, er beschäftigt sich mit dem früheren Ministerpräsidenten Georg August Zinn, der seit fast 60 Jahren nicht mehr im Amt ist, und er beschäftigt sich mit dem Hessenplan aus den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das ist alles ein bisschen aus der Zeit gefallen, meine Damen und Herren. Damals war, Achtung, geht weiter, damals war ein zentralistisches Instrument der Planung die richtige Antwort auf die existenziellen Herausforderungen. Aber mittlerweile ist unsere Gesellschaft vielfältiger, bunter und komplexer gewesen. Deshalb hat man schon in den 70er Jahren unter sozialdemokratischen Ministerpräsidenten von, Achtung, diesem zentralistischen Ansatz der Planung Abstand genommen. Ich stelle fest, der hessische Wirtschaftsminister hält wohl offensichtlich doch mehr vom Zentralismus, als damals der Fraktionsvorsitzende gesagt hat. Und Herr Al-Wazir, also das muss ich Ihnen schon einmal mitgeben. Also, wenn man sich die Regierungserklärung anschaut, ich will das einmal sagen, weil ich glaube, die Öffentlichkeit weiß es nicht. Wir kriegen das ja einen Abend vorher, 20.03 Uhr gestern Abend. Da kann man hier sehen, wie hübsch das gestaltet ist. Es gibt ein extra Logo für den Hessenplan. Das war übrigens beim Frankfurter Bogen auch so. Das ist nicht der Sinn und Zweck einer Regierungserklärung. Der Ministerpräsident hat bisher immer nur einfache Vorlagen, weiße Blätter mit einem Konzept vorgelegt. Das gehört sich und nicht nur einfach PR, meine Damen und Herren. Weil darum geht es wirklich nicht in der Wirtschaftspolitik in Hessen. Es geht um etwas anderes. Wann waren Sie denn? Wann waren Sie denn das letzte Mal, Herr Al-Wazir, beim Betriebsrat von VW, von Opel, von Lufthansa, von Bombardier in Kassel oder Conti? Wann haben Sie denn dort mit den Menschen gesprochen? Diese Regierungserklärung hat deshalb nur eines gezeigt. Minister Al-Wazir ist der falsche Mann zur falschen Zeit im falschen Amt. Und das sind keine guten Nachrichten für die Unternehmen und die Beschäftigten in Hessen. Wir befinden uns in Hessen in der tiefsten wirtschaftlichen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Corona-Pandemie bedroht nicht nur die Gesundheit,
Sie bedroht die Existenz vieler Menschen in Hessen, von den Kulturschaffenden und Soloselbstständigen über die Schausteller zu den Unternehmen und Beschäftigten in der Gastronomie und vor allen Dingen auch in der Tourismusbranche. Die Existenzangst ist greifbar, und sie ist real, meine Damen und Herren. Ein paar Zahlen verdeutlichen das. Die Arbeitslosenquote in Hessen liegt jetzt bei 6%. Die gemeldeten Ausbildungsstellen sind um 8,4% zurückgegangen. Von März bis August sind in den hessischen Arbeitsagenturen rund 67.000 Kurzarbeiteranzeigen für knapp 912.000 Beschäftigte eingegangen, allein in Hessen. Und was macht der hessische Wirtschaftsminister? PR für Radwege, meine Damen und Herren, in der letzten Woche. Dabei bräuchte die Wirtschaft in Hessen in dieser Lage einen entschlossenen Macher, dringender denn je, meine Damen und Herren. Corona hat die ohnehin vorhandenen Veränderungsprozesse deutlicher hervorgebracht oder nur beschleunigt. Sie waren nämlich vor der Krise schon da. Brexit und Spannung in der Welt, der Minister hat es angesprochen, der ökonomische Strukturwandel und die Krise des stationären Einzelhandels ebenso wie die Digitalisierung waren bereits vorhanden und hätten, Herr Wirtschaftsminister, auch vorher schon Antworten erfordert. Und ich will das wiederholen, was Sie auch hier gesagt haben, was richtig ist. Kein Unternehmen darf jetzt die Krise als Vorwand für Massenentlassungen oder auch massive Kostensenkungen missbrauchen, die man insgeheim schon immer mal machen wollte. Das darf ausdrücklich nicht passieren. Und dieses Signal sollte auch von dieser Stelle heute hier ausgehen, meine Damen und Herren. Dekarbonisierung, schwieriges Wort, also der Weg zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft, Elektrifizierung des Antriebsstrangs, Digitalisierung, all das trifft auf Unternehmen und Belegschaften, die jetzt eine kluge Industriepolitik brauchen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen, um Wohlstand und Beschäftigung in Hessen zu sichern. Stattdessen müssen Sie mit einem Wirtschaftsminister leben, den Industriearbeitsplätze in diesem Land nicht so sehr interessieren. Und das hat man in der heutigen Rede erneut bestätigt bekommen. Wo waren Sie denn in den letzten Monaten bei den Unternehmen? Fragen Sie einmal bei Conti, bei Opel, bei VW oder am Frankfurter Flughafen nach. Sie werden immer wieder hören, wo ist Al-Wazir? Warum tut Schwarz-Grün nichts, um unsere Arbeitsplätze zu verteidigen? In all meinen Gesprächen ist die Enttäuschung über diese schwarz-grüne Regierung mit Händen zu greifen. Und Herr Al-Wazir, niemand zwingt Sie. Niemand zwingt Sie, Wirtschaftsminister zu sein. Wirtschaftsminister sein muss man nicht nur wollen, sondern auch können, meine Damen und Herren. Es ist traurig, aber wahr, die hessischen Arbeitsplätze werden vor allen Dingen in Berlin verteidigt, allen voran Arbeitsminister Hubertus Heil und Vizekanzler Olaf Scholz, meine Damen und Herren. Besonders groß ist die Enttäuschung über Schwarz-Grün in Babenhausen, Kaben, Schwalbach und Rödelheim für all jene in der Landesregierung, die nicht wissen, was diese Orte gemeinsam haben. Das sind die hessischen Standorte von Continental, die von der Schließung bedroht sind. Hier geht es um tausende gute Arbeitsplätze, die einfach zu verschwinden drohen. Und was macht der hessische Wirtschaftsminister? PR für Radwege. Wir als SPD-Fraktion stehen seit Wochen Seite an Seite mit den Beschäftigten in den hessischen Standorten mit der IG Metall, um diese Arbeitsplätze zu retten. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Die SPD kämpft um Arbeitsplätze. Schwarz-Grün lässt die Beschäftigten in der Not hängen, meine Damen und Herren. Und ich will den Ministerpräsidenten ansprechen, auch wenn er nicht hier sein kann. Ich wundere mich schon, warum Herr Laschet in NRW kann, was Herr Bouffier hier verweigert, nämlich einmal mit dem Kontinentalvorstand Tacheles zu reden. Wo ist denn der Ministerpräsident, wo ist denn der Wirtschaftsminister, gerade jetzt bei diesem Unternehmen? Früher war Hessen vorn, heute reicht es nicht einmal mehr für den Vergleich mit Armin Laschet. So traurig ist die schwarz-grüne Realität in diesem Land, meine Damen und Herren. Für uns Sozialdemokraten gehört es auch zur Realität. Hessen ist ein Autoland, nicht nur in Baunatal und Rüsselsheim, sondern mit vielen hochinnovativen Zuliefererbetrieben. Davon in Ihrer heutigen Rede leider herzlich wenig. Daran hängen Tausende gut und gut bezahlte Arbeitsplätze. Um diesen Ministerpräsidenten und diesen Wirtschaftsminister ist das Autoland Hessen
sind Tausende von Arbeitsplätzen es noch nicht einmal wert, am Autogipfel teilzunehmen, meine Damen und Herren. Wenn über die Zukunft der deutschen Leitindustrie verhandelt wird, ist Hessen außen vor. Schwarz-Grün sitzt nicht einmal mehr am Katzentisch. Schwarz-Grün ist diese Branche offenbar egal, meine Damen und Herren. Die SPD-Fraktion stellt sich ganz klar hinter die Automobilindustrie und ihre Beschäftigten. Wir wollen die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze im Land erhalten und den Strukturwandel in der Branche aktiv gestalten. Dazu braucht es aus unserer Sicht einen aktiven Staat, der lenkt und unterstützt und seine Industrien schützt. Ein Wandel, der allein vom Markt gesteuert wird, droht unserer Schlüsselindustrie nachhaltig zu schädigen. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland würde das ein enormes Risiko bedeuten. Das werden wir nicht hinnehmen, meine Damen und Herren. Wir wollen gemeinsam mit der SPD im Bund einen Zukunftspakt Automobil, der sich der schwierigen Übergänge bewusst ist, der sich aber klar zu alternativen Antrieben bekennt und für eine Angebots- und Nachfrageschub vor allem für E-Autos sorgt. Der Verbrenner wird die kommenden Jahre noch eine wichtige Rolle spielen, aber in Zukunft fahren unsere Autos elektrisch. Um beim E-Auto ebenfalls hohe Wertschöpfung zu erreichen, wollen wir den weiteren Aufbau von Know-how in den Zukunftsbereichen der Batteriezellenproduktion, der Brennstoffzelle und auch dem autonomen Fahren. Nur wenn wir in den Zukunftstechnologien investieren, können wir diese Industriearbeitsplätze langfristig auch sichern, meine Damen und Herren. Der Minister hat keine Antwort darauf, wie man Klimaschutz und erfolgreiche Industrie miteinander verbindet. Aber das sind jetzt die entscheidenden Fragen. Deutschland und Europa müssen ihre strategischen Interessen künftig noch besser durchsetzen. In Europa nehmen wir insgesamt den Klimaschutz sehr ernst. Sie verlangt unserer heimischen Unternehmen aber sehr viel ab. Darum ist es auch nur fair, wenn unsere Industrie vor billiger und schlechter Konkurrenz aus dem Ausland künftig auch besser geschützt wird. Wenn unsere Autos klimaneutral gebaut werden, Importe aus dem Ausland aber weiter aus dreckigem Stahl gefertigt sind, ist das unfair. Wir brauchen einen Mechanismus, der deutsche Produkte vor schlechter Billigkonkurrenz schützt, wie z. B. eine CO2-Steuer an den Grenzen Europas. Meine Damen und Herren, es reicht nicht aus, Herr Kollege Wagner, es reicht nicht aus, den industriepolitischen Dialog ins Leben zu rufen und sich zu treffen, wie hier in Hessen. Es erfordert konsequentes Handeln einer Landesregierung. Der Flughafen kam heute in der Rede des Ministers mit Ausnahme der kurzen Erwähnung von Lufthansa überhaupt nicht vor. Dabei drohen beim größten hessischen Arbeitnehmer massenhaft Entlassungen. Wo ist denn die Strategie der Landesregierung für die Luftverkehrsindustrie in Hessen? Warum gibt es nicht auch in Hessen einen runden Tisch, wo alle Beteiligten zusammen wenigstens über eine Strategie diskutieren, die Arbeitsplätze sichert? Dazu gab es heute leider keine Angaben. Chemische und pharmazeutische Industrie. Hessen hat eine sehr starke chemische und pharmazeutische Industrie, angefangen von B. Braun über Lilly, Fresenius, Merck, Clariant und viele mehr. Diese haben eine sehr unterschiedliche Belastung durch die Corona-Krise. Zum Teil gehören sie zu den Gewinnern, aber auch nur zum Teil. Wo ist Ihre Zukunftsstrategie für diesen Bereich? Könnten diese Unternehmen nicht auch im Hinblick auf Wertschöpfungsketten in Deutschland und deren Verlagerung aus den anderen Ländern eine größere Rolle spielen? Ich hoffe sehr, dass der Wirtschaftsminister das heute nur vergessen hat, hier anzusprechen. Wir werden jedenfalls zu diesem Bereich eine Anhörung im Hessischen Landtag beantragen, meine Damen und Herren. Der Einzelhandel, der Minister hat es gesagt, steht unter sehr starkem Druck. Der Wirtschaftsminister hat heute ein Bündnis für die Belebung der Innenstädte angekündigt, was wir ausdrücklich unterstützen. Aber das allein reicht nicht. Es braucht eine Strategie,
wie mit Aus- und Weiterbildung zukunftsfeste Arbeitsplätze auch dort entstehen können. Es braucht Alternativen. Es braucht eine Vernetzung mit Initiativen der Gewerkschaften und der Industrie- und Handelskammern. Es reicht nicht aus, Herr Al-Wazir, das Schuhgeschäft als innovativ zu bezeichnen, das einen eigenen Versandhandel aufgelegt hat. Zahlreiche Initiativen versuchen ja gerade wieder, den Handel vor Ort zu stärken und eben nicht Pakete angeliefert zu bekommen, damit der Einzelhandel nicht stirbt, meine Damen und Herren. Und ich glaube, es wäre auch heute angemessen gewesen, etwas zum Finanzplatz zu sagen und auch zur Versicherungsbranche und dem Bankenwesen, weil das auch eine wichtige Branche in Hessen ist. Meine Damen und Herren, Wirtschaftsminister Al-Wazir zeigt auch nach mehr als einem halben Jahr Pandemie kein Interesse an all diesen Branchen, die unser Land so lebenswert machen, meine Damen und Herren. Ich habe Aus- und Fortbildung angesprochen, ein aus meiner Sicht ganz wesentlicher Baustein, wenn wir eine Wirtschaftskrise bewältigen wollen, Alternativen aufzeigen. Sie haben die Verbundausbildung angesprochen heute. Es ist sicher guter und richtiger Anreiz für kleine und mittlere Unternehmen, für das erste Jahr die Ausbildungsvergütung zu übernehmen. Ich muss allerdings gucken, was machen wir dann die Jahre darauf. Aber Sie sprechen heute in Ihrer Rede von 35 Millionen. Wir wissen nicht, wo die herkommen. Wir haben eine Vorlage über Ausgaben im sogenannten Schattenhaushalt, aber da können wir nur 9 Millionen feststellen. Das ist doch eine erhebliche Diskrepanz zu 35 Millionen. Auch für 2022 und 2023 steht kein Geld zur Verfügung. Interessant, weil das war ja gerade eines der Hauptargumente für den Schattenhaushalt, langfristig zu planen. Es wird aber mit der Verbundausbildung leider nicht getan. Aus unserer Sicht bräuchte es aber eine langfristige Finanzierungssicherheit für diese Verbundausbildung, meine Damen und Herren. Ansonsten ist auch das aus unserer Sicht nur PR. Und es braucht daneben ein Auszubildendenwerk, um den Auszubildenden die notwendige dauerhafte Unterstützung bei Wohnungssuche, Beratung etc. zu geben. Wir unterstützen daher ausdrücklich diesen sehr guten Vorschlag des DGB und wollen das auch für Hessen umgesetzt wissen. Dass der Wirtschaftsminister in seiner Rede kein Wort zu den sozialen Kriterien von Wirtschaftsförderung und der Wirtschaft gesagt hat, ist auch sehr bezeichnend. Immerhin spielt es bei dem Wirtschaftsfonds der Landesregierung in der Vergabe zum Glück eine Rolle. Aber es wäre schon ein starkes Signal gewesen, wenn es heute eine Rolle gespielt hätte und wenn der Minister sich dazu bekannt hätte, dass Unternehmen, die tarifgebunden sind und Mitbestimmung haben, dass diese förderfähig sind und dass es etwas ist, was alle Unternehmen in Hessen vorhalten sollten. Mit großer Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Landesregierung 20 Millionen € für den kommunalen Straßenbau, aber auch den ÖPNV zur Verfügung stellen möchte. Dann kann sie in dieser Woche ja auch unserem Mobilitätsfördergesetz zustimmen, meine Damen und Herren. Wenn Sie das nicht tun, ist das auch ein Signal, und dann ist alles andere auch nur PR, meine Damen und Herren. Wir haben als SPD schon im April ein Sofortprogramm vorgelegt, um Hessen solidarisch durch die Krise zu führen. Wir haben schon damals ein klares Ziel formuliert. Möglichst kein gesundes Unternehmen soll wegen Corona in die Insolvenz, möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen. Wir haben Vorschläge gemacht für die Kultur, die Kreativwirtschaft, für Solo-Selbstständige, für die Gastronomie, für die Hotellerie und für viele weitere Branchen. Wir haben gesagt, das Land kann sich nicht hinter dem Bund verstecken. Doch genau das ist passiert. Hessen braucht keinen PR-Minister, der redet, sondern einen Wirtschaftsminister, der handelt, meine Damen und Herren. Ich habe es schon einmal an dieser Stelle gesagt, meine Damen und Herren. Der Charakter zeigt sich in der Krise. Und diesen Charaktertest hat Schwarz-Grün nicht bestanden bislang. Zwei Drittel der Hessen haben Kultusminister Lorz ein verheerendes Zeugnis für die Vorbereitung zum Schulstart ausgestellt. Wer einmal wissen möchte, was Ärger bedeutet, der muss einmal mit Erzieherinnen über die Verordnung von Sozialminister Klose sprechen. Das Einstandswerk von Finanzminister Boddenberg ist ein 12 Milliarden schwerer, schuldenfinanzierter Schattenhaushalt, der zu allem Überfluss auch noch verfassungswidrig ist, meine Damen und Herren. Ich
ruft dem Ministerpräsidenten zu, Ihr Kabinett ist so schlecht aufgestellt, dass sich sogar Schalke 04 weigern würde, Sie aufs Feld zu schicken. Aber die Gesamtverantwortung, Herr Ministerpräsident, hat immer der Trainer. Das gilt nicht nur für David Wagner, das gilt insbesondere auch für Sie als Ministerpräsident. In dieser Situation, meine Damen und Herren, darf es für die Wirtschaftspolitik eines Landes nur drei Prioritäten geben. Und die sind Jobs, Jobs, Jobs. Und genau deshalb würde ich als Ministerpräsidentin in einer solchen Situation genau das tun, um jeden einzelnen Arbeitsplatz in Hessen kämpfen. Ich würde als Ministerpräsidentin mit den Betriebsräten, den Gewerkschaften, den Vorständen verhandeln, um möglichst viele Familien in Lohn und Brot zu halten. Aber genau das unterscheidet uns, Herr Kollege Wagner. Wir Sozialdemokraten sind die Partei der Arbeit. Sie sind die Koalition der Selbstvermarkter. Frau Abg. Faeser, auch die verlängerte Redezeit ist um. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich komme zum Schluss. Und um Hessens Wirtschaft widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger zu machen, braucht Hessen vor allen Dingen eins, eine SPD-geführte Landesregierung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Faeser. Für die CDU-Fraktion. Für die CDU-Fraktion hat der Abg. Kasseckert das Wort. Liebe sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Fast auf den Tag genau vor 6 Monaten hat uns in Deutschland die Corona-Pandemie mit dem Lockdown sozusagen kalt erwischt. Auch wenn wir mit dem Blick ins Ausland ein paar Beispiele vor Augen hatten, was passieren wird, war aber niemand klar, was bedeutet dieser Lockdown für uns alle, für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft. Und wir haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten, in den letzten Plenarsitzungen, mehrfach die Gelegenheit wahrgenommen, denjenigen zu danken, die sich in dieser Krise ganz besonders bewährt haben, die in dieser Krise gezeigt haben, eben nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern ihren Mann und ihre Frau zu stehen. Wir haben denjenigen in den Gesundheitsberufen gedankt. Wir haben denjenigen in den Schulen, in den Betreuungseinrichtungen gedankt. Ich bin der Landesregierung heute dankbar, dass sie diesen Punkt als Regierungserklärung aufgenommen hat, all denjenigen Dankeschön zu sagen, die die Wirtschaft am Laufen gehalten haben, die dieses Land im Fluss gehalten haben. Deshalb ist diese Regierungserklärung zum Thema Wirtschaftspolitik heute der richtige Punkt, Danke zu sagen. Bei aller berechtigter Kritik im Einzelnen, an einzelnen Punkten, glaube ich, müssen wir am Ende aber konstatieren, dass Deutschland diese Krise, und dazu gehört Bundesregierung wie Landesregierung, wie auch alle Bereiche Gesundheit und Wirtschaft, dass Deutschland diese Krise gut bewältigt hat, dass wir bisher im Vergleich zu allen anderen deutlich besser durch diese Krise gekommen sind. Und deshalb ist es auch ein Tag, an dem ein Stück weit in einer Rede ein Stolz dabei sein kann auf das, was wir in den zurückliegenden Monaten geleistet und geschafft haben, auch wenn wir noch nicht durch diese Krise gekommen sind. In der Krise hat man freilich auch die ein oder andere Schwäche erkannt. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Digitalisierung auf der Tagesordnung stand, aber dort, wo wir sie dann gebraucht haben, im Übrigen in den Unternehmen sehr schnell und sehr gut funktioniert hat, aber wir beispielsweise in den Schulen noch in den Kinderschuhen stecken. Das heißt, dort haben wir den Auftrag, besser zu werden. Wir haben in der öffentlichen Hand gesehen, dass wir den Weg der Digitalisierung in den Prozessen noch weit zurücklegen, dass da viel mehr machbar ist, dass wir den Menschen etwas zutrauen müssen, dass die Verwaltung, das haben beispielsweise auch die Abhandlung der Soforthilfen gezeigt,
dass die Verwaltung in der Lage ist, sehr schnell, sehr umfangreich große Mengen an Anträgen abzuarbeiten. Also, es ist nicht die Frage des Wollens, sondern es ist die Frage, dass wir mutig sind, den Leuten etwas zuzutrauen, dass wir die Werkzeuge zur Verfügung stellen und dass wir in diesem Zusammenhang deutlich machen, dass digitale Transformation in allen Bereichen der Wirtschaft, aber auch in der öffentlichen Hand einer der drängenden Voraussetzungen sein wird, um diese Krise und auch insbesondere die Zeit nach der Krise zu bewältigen. Und wenn wir heute über Corona reden, und muss man konstatieren, dass die Anspannung steigt. Wir haben die Sommerzeit genutzt. In der Sommerzeit waren die Infektionszahlen zurückgegangen. Und jedem von uns war klar, sobald das Wetter schlechter wird, sobald wir in die Herbst-Wintermonate kommen, wird diese Rückkehr von Infektionszahlen noch einmal für uns eine Herausforderung sein. Wir sehen die Länder um uns herum, insbesondere Frankreich, mit steigenden, dramatisch steigenden Infektionszahlen. Das alles darf uns nicht kopflos machen, aber es muss uns zumindest aufmerksam machen in dem, was wir momentan an Maßnahmen, auch Infektionstechnik, ansetzen. Und ich glaube, dass eine der Lehren daraus ist, dass wir wirtschaftlich keinen zweiten Lockdown mehr vertragen werden. Weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich, auch nicht emotional. Und deshalb ist es richtig, dass wir in der Lehre oder aus der Lehre dieser Krise auf regionale Maßnahmen zählen, dass die Landesregierung sehr bewusst und sehr nachdenkenswert eben lokale Entwicklungen im Auge hat und mit entsprechenden Einschränkungen diese zumindest in der zurückliegenden Zeit immer wieder in einem überschaubaren Zeitrahmen von 2 bis 3 Wochen in den Griff bekommen konnte. Dennoch, meine sehr geehrten Damen und Herren, bleibt das Thema Corona wirtschaftlich nicht ohne Folge. Ich glaube, dass wir, habe ich gerade deutlich gemacht, gut durch diese Krise gekommen sind, wenn wir betrachten, wie sich die Welt um uns herum verändert hat, wie wir auch beispielsweise seinerzeit in der Lehman-Krise betroffen waren. So müssen wir feststellen, dass wir hier zu Beginn des Lockdowns einen wahnsinnigen Absturz hatten, auch im Aktienmarkt, aber dass wir auch auf der anderen Seite wieder schnell hochgekommen sind, dass wir einen Rückgang haben der Industrieproduktion von -8%. Fasst man alles zusammen, Bruttosozialprodukt, da steckt da deutlich mehr drin als die Industrieproduktion. Und auf den Punkt Industrieproduktion will ich noch zu sprechen kommen, liegen wir bei -4%. Der Minister hat es gesagt, Hessen ist bisher mit knapp 6% besser noch durch diese Krise gekommen als manch anderes Bundesland. Aber wir haben diese Krise noch nicht überwunden. Wir profitieren davon, dass Deutschland ein starkes Exportland ist, dass China schon sehr schnell wieder im März, also im Februar, einen starken Abschwung hatte und schon im März wieder sehr stark nach oben gegangen ist. Und wir, ob wir das jetzt begrüßen oder nicht, aber zumindest festhalten müssen, dass China inzwischen unser größter Exportpartner ist und deshalb wir vom Aufschwung in China profitieren. Deshalb ist auch in Deutschland ein Aufschwung zu verzeichnen, wenn man die Zahlen des IFO verfolgt. Aber Aufschwung hat immer so die Vorstellung, es gibt ja die unterschiedlichen Formen, das V, das U, das L, wie auch immer, aber das V wird es nicht geben. Das V sozusagen spiegelt uns vor, dass der Endpunkt des Vs auf der gleichen Höhe wie der Startpunkt liegt. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein Trugschluss. Ich glaube eher, dass es ein Wurzelzeichen ist, ein umgekehrtes Wurzelzeichen ist. Dass es einen starken Abschwung gab, dass es einen starken Aufschwung gibt, aber eben nicht auf das Niveau vor der Krise. Und es liegt auch daran, verschiedene Redner haben es hier schon angesprochen, dass wir eben auch vor der Krise beispielsweise in der Industriepolitik ja schon eine Rezession hatten, insbesondere ausgelöst, und darauf will ich gleich zu sprechen kommen, auf das Thema Automobilkrise. Wir hatten schon seit Sommer 2018 eine Krise, eine Rezession in der Automobilindustrie. Und wenn Sie sich hier herstellen, liebe Kollegin Faeser, und sagen, also wir sind die Einzigen, die bei den Beschäftigten sind. Sie haben einen Antrag zu Continental gestellt. Wir haben auch andere Bereiche schon diskutiert, andere Betriebsbereiche, Auto, Mobilzulieferer, Opel haben wir diskutiert. Wenn Sie sagen, wir sind die Einzigen, die an der Seite der Automobilindustrie stehen, dann ist es, oder auch die Frau Wissler, wer auch immer das für sich in Anspruch nimmt,
dann ist es nicht nur falsch, sondern es drückt auch aus, und das muss ich an der Stelle deutlich sagen, dass es nicht ausreicht. Im Übrigen, wenn wir Continental nehmen, weiß ich, dass ich mit meinem Kollegen Manfred Penz schon weit vor Corona über Continental intensiv gesprochen habe, dass wir in Gesprächen waren mit Continental auch vor Ort. Also von daher nicht nur die Sozialdemokratie beanspruchen kann, dass sie bei den Menschen vor Ort ist, aber die entscheidende Frage, liebe Frau Faeser, die entscheidende Frage ist doch nicht, ob wir dort vor Ort stehen, aber am Ende damit keinen einzigen Arbeitsplatz sichern. Die entscheidende Frage ist doch, wie verändern wir Industriepolitik, damit diese Branchen auch in Zukunft eine Perspektive haben. Und bei aller Wertschätzung der Diskussion, bei aller Wertschätzung auch des Themas Klima- und Umweltpolitik. Wir haben in den letzten Jahren, Sie haben es selbst angesprochen, Frau Faeser, den Verbrennungsmotor verdammt. Ich will das nicht kritisieren. Ich habe dazu eine eigene Meinung. Ja, jetzt lassen Sie mich aus. Ich habe dazu eine eigene Meinung. Aber wir sollten uns nicht hinstellen, auf der einen Seite den Verbrennungsmotor und die Automobilindustrie, und zwar mit einer dirigistischen Maßnahme seitens des Staates, sozusagen zu verdammen und andererseits uns am Ende des Prozesses uns hinzustellen und zu sagen, und wir wollen für die Arbeitsplätze kämpfen. Das, meine Damen und Herren, ist unehrlich. Ich glaube, dass wir viel mehr aufgerufen sind. Ich habe sehr genau hingehört, Frau Kollegin Faeser. Und da Ihnen 5 Minuten mehr Redezeit zugewachsen ist, haben Sie diese 5 Minuten Zeit für die Kritik an der äußeren Gestaltung der Presseerklärung oder der Regierungserklärung, die PR-Arbeit, die Sie offenbar sehr ärgert, die 5 Minuten dafür verwendet. Und ich will die Zeit nehmen, zu sagen, wo kommt es aus unserer Sicht darauf an? Es kommt aus unserer Sicht darauf an, dass wir Ökonomie und Ökologie so miteinander verbinden, dass der Wohlstand dieses Landes erhalten bleibt, und trotzdem wir ressourcenschonend und mit Rücksicht insgesamt auf Umwelt- und Klimaschutz verantwortungsvoll umgehen. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir in der Vergangenheit durchaus schon viel erreicht, auch im europäischen Kontext. Wir haben, die Zahlen haben wir Ende des Jahres 2020 erhalten, wir haben auf der Basis des Pariser Abkommens von dem gesetzten Ziel 40% bis 2020 immerhin 36% erreicht. Aber jeder von uns weiß, der im Sport unterwegs ist, beim Marathon ist nicht die erste Hälfte das Schwierige. Die zweite Hälfte, liebe Kolleginnen und Kollegen, das wird die Herausforderung sein. Und ich sage auch in aller Deutlichkeit, dass wir beispielsweise, und das hat vor wenigen Wochen die Kommissionspräsidentin von der Leyen verkündet, dass sie nicht 40, sondern 45% CO2-Reduzierung bis zum Jahr 2030 anstrebt. 55% anstrebt. Und es bedeutet für Deutschland, dass wir weitere Anstrengungen unternehmen müssen. Und wenn wir das umsetzen auf die Automobilindustrie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dann hat das in der Vergangenheit dazu geführt, dass wir Fahrzeuge hätten produzieren müssen, die 2,2 Liter auf 100 Kilometer bräuchten. Und wenn wir das neue Ziel einsetzen, sind es 1,8 Liter auf 100 Kilometer. Das, meine Damen und Herren, wird es im Jahr 2020 und es wird es im Jahr 2030 nicht geben können. Deshalb sage ich, wir müssen hin zu einem Emissionshandel. Wir müssen hin zu mehr ökologischer Erneuerung und Ausbau der sozialen Marktwirtschaft, und zwar mit Marktwirtschaft und nicht mit Planwirtschaft. Wir wollen eine offene und liberale soziale Marktwirtschaft mit dem Ziel der sozialen Gerechtigkeit, und zwar einer umweltschonenden und einer umweltverträglichen Politik. Das ist das, wofür diese Landesregierung im Sinne von Ökologie und Ökonomie steht. Und das ist die Herausforderung der nächsten Jahre. Und mit Blick auf Corona, der Minister hat alle Maßnahmen, und niemand hätte mehr und besser diese Maßnahmen aufführen können als Minister Al-Wazir. Er hat alles dargestellt, was wir an finanzpolitischen Instrumenten in der Krise angesetzt haben.
Wir haben mit dem Sondervermögen einen Rahmen geschaffen, der uns in den nächsten Jahren die Möglichkeit gibt, Schuldenbremse, die gelöst wurde, und es ist richtig, nicht nur im Bund, sondern auch auf Landesebene ist es richtig, sie für diesen Zweck zu lösen. Aber klar muss auch sein, wir können nicht alle Schleusen ungebremst öffnen. Wenn wir die Bremse lösen, und das ist richtig, dann müssen wir aber eben nicht ungebremst den Berg hinabrennen, sondern wir müssen zu den Regeln auch unserer eigenen Finanzpolitik zurückkehren. Und vorhin ist das Wort Flughafen oder Lufthansa genannt worden. Wenn wir, ja, ich sage deutlich etwas zum Flughafen und zum Thema Lufthansa. Alle Unternehmensbereiche, die durch den Eingriff des Staates sozusagen betroffen sind, und der Luftverkehr, der Tourismus, ist betroffen durch die Einschnitte des Staates oder die Eingriffe des Staates im Sinne der Corona-Regeln. Genauso wie die Veranstaltungsbranche. Menschen gehen nicht mehr auf die Veranstaltung, weil wir größere Veranstaltungen nicht zulassen. An der Stelle muss der Staat helfen. An der Stelle sind die Programme des Finanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums richtig angesetzt. Das sind die Mikrodarlehen, das sind die Digi-Zuschüsse, um diese digitale Transformation zu schaffen. Das ist der Hessenfonds und viele andere. Ich will zum Schluss kommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das viele Geld, das Bund und Land zur Verfügung stellen, darf am Ende nicht im Schaufenster stehen bleiben, sondern wir müssen es schaffen, dass es bei den Menschen ankommt. Und deshalb ist unsere Aufgabe wiederum von europäischer über Bundes- und Landesebene unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, die Fesseln zu lösen, die Regeln zu bestimmen, die Möglichkeiten zu schaffen, dass wir beispielsweise über Abbau von Bürokratie, über die Diskussion eines modernen Vergabegesetzes, über digitale Transformation, über die Unterstützung des Handwerks, über die Kommunen im Rahmen von Smart City und anderen Infrastrukturförderprogrammen Deutschland auf diesem Kurs halten. Es wird nicht ein Medikament ausreichen für alle Wehwehchen dieser Krise. Ganz im Gegenteil, es wird ein bunter Strauß sein von Maßnahmen, die wir beschreiten müssen. Und deshalb komme ich zum Beginn meiner Rede zurück. Ich habe Herr Abgeordneter, Sie müssen jetzt tatsächlich zum Schluss kommen. Genau, ich habe eingangs gesagt, wir haben Gelegenheit und Notwendigkeit, Danke zu sagen. Mein Kollege Meißner hat irgendwann einmal den Spruch gesagt, Bitte ist die gesteigerte Form des Dankens. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir alle uns dahinter stellen, Unternehmerinnen und Unternehmen, Beschäftigte, alle am Wirtschaftsprozess Beteiligte, zu bitten, durchzuhalten, weiterzumachen, diese Krise zu bewältigen. Ich habe einmal gelernt, 2 mal 2 ist 4, das ist richtig, aber 9 minus 5 ist auch 4. Im Moment haben wir eine minus 5, und wir haben alle ein Interesse daran, auch diese minus 5 durchzustehen. Vielen Dank.